Absoluter Mindblow-Effekt. Was ihr jetzt erfahren werdet, das wird euch komplett anders über vor allem die Oliven nachdenken lassen. Es ist Wahnsinn. Es ist absoluter Wahnsinn. Ich habe da noch nie darüber nachgedacht. Und das ist wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass man Dinge hinterfragen muss. Es gibt Millionen von Dingen, die man hinterfragen sollte. Aber was ich heute erfahren habe, was ich jetzt erfahren habe, das stellt meine Welt auf den Kopf, zumindest wenn es darum geht, ja, esse ich Oliven, esse ich keine Oliven und so weiter. Folgendes: Jeder weiß, Oliven ist ein Ding, wenn man darüber nachdenkt, denkt man an Olivenöl und an Salat und ja, manchmal macht man halt auch direkt Oliven rein und alles gut. So, und ich hatte jetzt gerade mir einen Salat gemacht und ja, ein ganzes Glas Oliven reingetan. Ein ganzes Glas Oliven in meinen Salat. Und ja, und dann habe ich einfach mir mal so die Frage gestellt: Na, wie viel Kalorien, wie viel Energie ist denn so ein ganzes Glas Oliven? Also jetzt so ein Glas. Diesen ganz normalen Gläser, die es für 79 Cent, 89 Cent bei den Discountern zu kaufen gibt. Und ja, jetzt stelle ich euch erstmal die Frage. Das ist ganz wichtig. Ich stelle euch mal die Frage: Glas Oliven. Oder wir machen es nochmal anders, weil viele kennen sich den Kalorien nicht so aus. Ein ganz normales Bäckerbrötchen, also ein trockenes Bäckerbrötchen. Das kennt sicherlich jeder von euch, so ein trockenes Bäckerbrötchen. Was denkt ihr? Das ist jetzt ein Glas Oliven, das ist ungefähr 150 Gramm Abtropfgewicht. Was denkt ihr, wie viel Brötchen braucht ihr, um dieselben Kalorien zu erreichen wie ein Olivenglas? Also was ist das Äquivalent? Also ein Glas Oliven sind so und so viel Brötchen. Denkt mal ganz kurz nach. Okay. Ja, also ich habe jetzt ein bisschen gefragt, jetzt jemand, der hier ist, und ich hatte auch so ungefähr getippt. Und ich weiß nicht, was ihr getippt habt. Also ich hatte so auf 5 Brötchen. Die Person, die jetzt noch hier ist, hat auf 10 Brötchen getippt. Ich weiß nicht, was ihr getippt habt. Es ist nicht mal ein Brötchen. Nicht mal ein Brötchen. Ein trockenes Brötchen. Ein Glas Oliven. Ein verdammtes Glas Oliven hat nur 225 Kalorien. Ein normales Bäckerbrötchen hat 250 Kalorien. Ich mache mir ja Gedanken, boah, ich habe jetzt ein ganzes Glas Oliven da reingemacht, weil die Assoziation, die wir im Kopf haben, ist Olivenöl. Aber eine Olive ist natürlich ein vollwertiges Produkt. Idealerweise noch in Rohkostqualität, aber naja, anderes Thema. Aber es ist ein volles Produkt und es besteht eben nicht nur aus Fett wie Olivenöl. Wenn euch 150 Gramm Olivenöl reinpfeift, das ist eine ganz andere Nummer. Aber 100 Gramm Oliven Abtropfgewicht haben 153 Kalorien plus 50 Gramm, das wären mal die Hälfte, 75 sind 225 Kalorien. Und 100 Gramm sind gerade mal 16 Gramm Fett enthalten in so einer Olive. Es ist unglaublich. Und das wertet, also so ein Salat natürlich, meiner Meinung nach, extrem auf. Ich habe da so ein Glas reingehauen, ich habe mir Gedanken gemacht, wow, das ist ganz schön viel Kalorien. Und dabei sind das gerade mal so viel Kalorien, nicht mal so viel Kalorien wie ein scheiß trockenes Brötchen, was man sich dann doch hin und wieder mal beim Bäcker holt, wenn man ein bisschen Hunger hat. Und dann isst man auch mal zwei oder drei. Und Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Und das musste ich einfach mit euch teilen. Also haut Oliven an eurem Salat. Das ist eine Energie, also gerade die sich da Gedanken machen wegen Energie, überhaupt kein Problem. Im Gegensatz zu Olivenöl, ich nutze selber auch kein Olivenöl mehr, aber haut einfach Oliven dran an euren Salat. Haut Oliven an euren Salat. Das Fett ist jetzt nicht unbedingt das gesündeste, aber das ist ein vollwertiges Produkt. Und ich bin der Meinung, wenn man, also ein ganzes Produkt, kein extrahiertes Produkt wie Öl, und ich bin mir relativ sicher, also meine Intuition sagt, eine Olive ist viel gesünder als Olivenöl, und von daher, ja. Das musste ich einfach mit euch teilen. Ein ganzes Glas Oliven hat nicht mal die Kalorien wie ein scheiß normales trockenes Bäckerbrötchen. Und so ein Salat, wenn ihr da einfach auf Olivenöl verzichtet und einfach nur Oliven reinpackt, dann seid ihr viel gesünder unterwegs und kalorientechnisch immer noch im absoluten Maß. Also ja, bitte schreibt mir in die Kommentare, was ihr getippt habt, ob ihr das gewusst habt und ob ihr auch so erstaunt gewesen seid wie ich. Ich bin begeistert und ich werde jetzt, ja, doch hin und wieder Oliven kaufen. Und ja, ist keine Rohkostqualität. Machen meinen Salat Oliven ohne Rohkostqualität rein. Tja.
so ist es eben. Alles klar, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen, euer Christian.